auch erst auf den Stern beziehen. Ne? Also das Schöne ist ja, ich finde, Bärin ist eigentlich was Tolles. Also ich finde nicht, dass das eine Beleidigung ist, sondern eine Bärin beschützt ihre Jungen. Eine Bärin verteidigt, eine Bärin kennt sich aus mit Ressourcen, wann man wie die benutzen muss. Und eine Bärin, obwohl sie viel Kraft hat, bewegt sich. Und deswegen finde ich, ist das Sternbild ganz toll. Und damit sie auch einen richtigen Stern haben, kriegen sie das natürlich für zu Hause, weil Lichtjahre entfernt würde bedeuten, sie müssten mit Worf, würde ich sagen, und Warp-Antrieb fahren. Und dann haben sie leider noch nicht entwickelt, das gibt es nur im Fernsehen bei entsprechenden Sendungen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, dass Sie sich so einsetzen, meistens für die Frauen, aber es gibt ja auch Männer, die betroffen sind. Ne? Musst du nicht denken, weil du keine... Ja, ja. Das kannst du das nicht kriegen. Können Männer auch kriegen. Danke, dass Sie sich so einsetzen. Danke an alle, die sich hier beteiligen. Und großen Applaus für Gabi Bonas.